Nach diesem Video wirst du exakt wissen, wie du beim Lernen dauerhaft ein 100%iges Energielevel aufrechterhältst. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abitur-Coach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Du bist vielleicht ab und zu, wenn du länger lernst, irgendwann schlaff. Ja, die ersten 10, 20 Minuten bist du vielleicht noch mit gutem Fokus dabei. Aber irgendwann wird das so ein, man fängt so mit seinem Stift an zu spielen, dreht sein Lineal auf den Tisch, lenkt sich sonst was ab, malt irgendwelche Rechtecke im karierten Heft aus, was auch immer. Einfach nur, man ist nicht mehr wirklich dabei. Sprich, man sitzt zwar physisch am Schreibtisch, lernt aber psychisch nicht wirklich irgendwelche Inhalte. Und das ist natürlich nicht wirklich sinnvoll. Deswegen die Frage, wie kann ich denn, wenn ich wirklich lange am Stück lernen, erschaffen, da ein hohes Energielevel zu haben? Und das habe ich mittlerweile in den letzten Monaten extrem gut perfektioniert. Ich meine, ich kann ja wesentlich weniger als andere Psychologiestudenten in mein eigenes Studium der Psychologie stecken. Aber trotzdem habe ich bisher jede Klausur überdurchschnittlich abgeschlossen. Ich bin beim Lernen voll dabei, und wie das funktioniert, erkläre ich euch auch. Wichtig ist dabei jetzt aber zu erkennen, dass die nachfolgenden Tipps, die werden super basic klingen. Ja, die klingen super basic, aber ich muss immer wieder wiederholen, gerade die simplen Dinge sind meistens die, die den allergrößten Impact haben. Das heißt, denkt ihr nicht nach Tipp 1, 2, oh ja, kenne ich schon, schaue ich nicht an, sondern schau dir jeden einzelnen Tipp an, weil es genau exakt so, wie ich es mache, und überleg dir nicht, ob du das schon mal gehört hast, sondern ob du es ernsthaft umsetzt. Und das gilt ganz ehrlich für jedes einzelne Video. Ich weiß, dass so viele von euch einfach nur die Videos anschauen. Leute, wenn ihr die Videos einfach nur anschaut, ohne die Inhalte darin umzusetzen, dann bringt es euch nichts. Deswegen geht nicht mehr darum, ob ihr was schon mal gehört habt, sondern geht darum, setze ich das wirklich schon um? Und wenn nein, dann tut es. Los geht's mit den Tipps. Erstens, konstanter Schlafrhythmus. Schlaf ist einfach, das ist eure Aufladestation. Ja, ihr legt euch quasi für 8 Stunden in euer Bett, ladet wieder auf und seid am nächsten Tag wieder ready. Wenn ihr nicht lang genug schlaft oder unregelmäßige Ein- und Aufstehzeiten habt, dann ist es einfach so, dass dein Körper nicht die volle Regeneration hat und dementsprechend beim Lernen auch nicht mit 100%igem Fokus dabei sein kann. Deswegen überleg dir ganz klar, und das weißt du eigentlich, wie viel Schlaf brauche ich wirklich dauerhaft, um fit zu sein. Dann überlegst du dir, okay, wann will ich jeden Tag aufstehen? Und dementsprechend rechnest du dann zurück, weil du dann einschlafen musst. Und das machst du bitte jeden Tag. Einfach jeden einzelnen Tag. Wenn du am Wochenende mal feierst, vollkommen okay. Aber ansonsten, wenn es keinen anderen triftigen Grund dafür gibt, zieh das bitte genauso durch. Schau nicht länger YouTube-Videos, lerne nicht länger, gar nichts. Zieh das Schlafrhythmus durch. Es wird dauerhaft das Wichtigste sein für ein extrem hohes Energielevel. Zweitens, effektive Pausen. Und zwar ohne Handy, ohne Ablenkung von anderen Leuten, sondern lieber frische Luft, spazieren gehen, mit einem Ball spielen, was auch immer. Ich habe auch extra ein Video für euch gemacht, wie man eben eine Lernpause möglichst effizient gestaltet. Das findest du hier rechts oben im i. Einfach nach diesem Video anschauen. Aber überlegt euch wirklich, wie kann ich meine Pausen beim Lernen so gestalten, dass ich danach wieder vom Kopf her wieder ready bin zu lernen. Das ist extrem wichtig, weil wenn du keine sinnvollen Pausen machst, ja, dann kannst du dieses Energielevel gar nicht richtig aufrechterhalten. Natürlich, wenn du so ein richtiger Dauerlerner bist, bin ich gewissermaßen auch, dann kannst du auch ohne Pausen arbeiten. Das Wichtige ist nur, dass du das immer ernsthaft hinterfragst. Wie lange kann ich wirklich am Stück konzentriert lernen? Und wenn es länger ist und du dann einfach die letzten 1-2 Stunden nur noch irgendwie da 3-4 Sätze schreibst, dann machst du da lieber davor mal eine ausgiebige Pause und machst dann die letzten 1,5 Stunden nochmal richtig gut durch. Viertens, aggressiv fokussiert. Und das ist nämlich eine Sache, die ich bei mir selbst vor einem halben Jahr ungefähr gemerkt habe, dass man nicht so denkt, zum Beispiel wenn man sich so Zeit einplant, ja, so irgendwie, okay, da lerne ich jetzt 1,5 Stunden. Dann hockst du dich hin und du weißt in deinem Hinterkopf, in 1,5 Stunden bin ich hier fertig. Das heißt, es ist relativ egal, wie viel du schaffst, sondern es geht eigentlich nur darum, 1,5 Stunden an deinem Schreibtisch auszusitzen und dann bist du raus. Das heißt, ob du jetzt konstant weiterkommst, worum es ja eigentlich geht, oder einfach nur die Zeit absitzt, ist für deinen emotionalen Zustand genau das Gleiche. Weil du wartest eigentlich nur darauf, bis du eigentlich vom Schreibtisch wieder weg kannst. Und deswegen ist es so wichtig. Meine Zeitplanung ist sau entscheidend. Und deswegen solltest du es auch so machen, dass du dir konkrete Zeitblöcke einteilst. Aber trotzdem, beim Lernen dann, versuch dich aggressiv zu fokussieren. Ich sitze mittlerweile, habe ich irgendwo einen Stift da? Nee, gerade nicht. Aber ich sitze mittlerweile beim Lernen wirklich so da. Wirklich fokussiert. Also ich bin wirklich hungrig darauf, eine Seite nach der anderen für mich aufzuessen. Ja, weil wenn du das nicht hast, dann wirst du nur da sitzen, so ein bisschen zurückgelehnt. Ah ja, ich muss halt lernen. Du guckst so ein bisschen an. Du bist gar nicht richtig dabei, ja. Um dieses Energielevel auch oben zu halten, musst du es erstmal auch auf dieses Level bringen. Ja, deswegen aggressiv sagen, okay, ich will jetzt wirklich lernen. Ich will
zack, bam, 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 bam. Und mach dir immer bewusst, es geht nicht darum, dass du Zeit aussitzt, es geht darum, dass du ein Ergebnis schaffst. Und das Ergebnis ist, wie viel hier oben in deinem Kopf wirklich als Verständnis abgespeichert ist. Deswegen solltest du wirklich hungrig da durchgehen, weil mit dieser Gier fast schon nach den Informationen hat dein Körper auch überhaupt einen Grund, am Start zu sein. Ja, wenn du unterbewusst denkst, ja, ich sitze hier eh noch meine Zeit aus, warum sollte dein Körper Energie für irgendwas zur Verfügung stellen, wo du nur was aussitzt? Da brauchst du keine Energie. Wenn du aber sagst, ich möchte möglichst schnell das Buch jetzt durcharbeiten, dann sagt dein Körper, okay, shit, wir brauchen die Energie. Und dann geht die Party auch wirklich ab. Viertens, viel trinken. Hört man immer wieder, meiner Meinung nach total unterschätzt und vor allem von vielen leider auch einfach nicht angewandt. Leute, ich sag's euch, ich habe hier ganze Wasserkästen immer. Ich trinke immer Unmengen aus Flaschen, einfach aus dem Grund, dass belebt, das macht dich frisch, das, du bist einfach am Start, ja, dein Kopf braucht Wasser zum Denken. Seht euch wie so ein, seht euch beim Fall, wenn ihr auch wirklich so sagt, okay, das ist wirklich richtig zügig, zack, 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 durch, seht euch wie so ein Rennwagen und der Rennwagen braucht Sprit und Wasser ist euer Sprit, ja, das heißt, ich zum Beispiel, ich habe immer so, wenn ich einen kurzen Schluck nehme, ich habe irgendwie immer so wieder so einen Impuls, okay, jetzt habe ich nochmal 10% extra Energie. Und so push dich die ganze Zeit nur durch ein paar Schlücke Wasser nehmen, aber es bringt super viel. Sowohl vom Placebo-Effekt als auch wirklich physisch im Körper. Fünftens, gesunde Ernährung. Ich habe in der letzten Zeit meine gesunde Ernährung extrem stark optimiert, einfach weil es so, so wichtig ist. Wie kannst du erwarten, dass dieser Rennwagen irgendwas anderes liefert, als was du in ihn reinsteckst? Deswegen, überleg dir wirklich mal, was isst du? Wenn du morgens schon mit Zucker anfängst, wie sollst du dann am Nachmittag noch effektiv lernen können? Ja, Glukosespiegel und was weiß ich alles, lernt ihr in Bio alles, es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Aber wenn du sinnvolle, zum Beispiel morgens Haferflocken isst, die einfach die lange satt halten, ja, all solche Komponenten, dazu habe ich ein ganz extra Video, findest du auch hier rechts oben in der Ecke, unbedingt jetzt nach diesem Video direkt anschauen, in Bezug auf gesunde Ernährung in der Oberstufe. Mach das. Setz genau das um. Das kostet einmal die Veränderung, dass du dich anders ernährst. Und wenn du das gemacht hast, ja, dann wirst du auf dauerhaft ewig davon profitieren. Okay, bitte umsetzen. Wovon du natürlich auch profitieren kannst, ist von unserem Traumabitur-Coaching. Wenn du stressfrei, ohne Druck und ohne Angst durch die Oberstufe gehen möchtest und am Ende deinen Traumabiturschnitt raushaben möchtest, dann trag dich einfach unter diesem Video im ersten Link mit einem Termin ein, wo du gerne mit jemandem aus meinem Team telefonieren möchtest, der schauen wird, wo du stehst, wo du hin willst, ob wir dir weiterhelfen können, wenn dem so ist. Dann können wir beide persönlich miteinander sprechen und dann sehen wir eben auch, ob ich dich als persönlicher Coach dann auch weiter begleiten werde. Ansonsten denk dran, einfach unten eintragen. Ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. I can't even see.